Achtung, Achtung, eine wichtige Eilmeldung. Godzilla ist wieder da. Er wurde vor einigen Minuten im Meer von Los Santos gesichtet. An der Küste des El Peropea. Wir hoffen, dass er sich nicht der Stadt nähert. Halten Sie sich unter jeden Umständen von der Küste fern und bitte bleiben Sie sicher. Yo, Leute, was geht? Freunde, ihr habt es gerade in den Nachrichten gesehen. Godzilla ist wieder in der Stadt unterwegs und dieses Mal haben wir wirklich nichts, mit dem wir uns gegen ihn wehren können. Ich würde sagen, wir gucken uns um. Er sollte dort irgendwo am Del Piero Pier sein. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen, Freunde, denn er könnte die gesamte Stadt zerstören. Okay, wir schauen mal nach, Leute. Ich habe ihn auf jeden Fall in den Nachrichten gesehen. Er war irgendwo im Wasser zu sehen. Er war sehr, sehr weit weg. Ich guck mal, ob er näher gekommen ist. Bisher sehe ich ihn noch nicht. Gucken wir mal nach, ob er schon da ist. Oh mein Gott. Leute, da ist er. Da ist Godzilla, oh mein Gott. Okay, ich habe keine Ahnung, ob wir irgendwas gegen ihn machen können. Deswegen, wir fahren erstmal weg, Leute. Wir müssen uns einen Plan überlegen. Es muss doch irgendjemanden geben, der mal gegen Godzilla kämpfen kann. Nein, King Kong ist leider nicht da, Freunde. Also er kann uns schon mal nicht helfen. Yo! Der ist ja jetzt schon da! Oh mein Gott! No way! Oh, yo! Nein, 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 nein! Das sollte überhaupt nicht geplant sein! Oh nein, 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 Alter! No, die greifen ihn an! Hilfe, kommt mir da, Leute! Nein! Okay, kriegen wir ihn besiegt, Freunde? Können wir ihn vielleicht irgendwie besiegen? Ich weiß nicht, ich probiere mal alles, was ich kann. Oh, jo, wie der ausrastet. Nimm das, Godzilla. Ich mach dich fertig. Hier, take this. Okay, ich weiß. Oh, Mann, er ist gefährlich nah, Freunde. Aber er ist, glaube ich, nicht in seiner ultimativen Form unterwegs. Ich habe ihn schon mal größer erlebt. Holy moly, ey. Okay, das ist vielleicht nicht so schlau, ihm jetzt nahe zu kommen. Boah, ey, er läuft einfach immer weiter Richtung Stadt. Oh mein Gott, was macht er da? Oh, okay. Ah, Mann, ey, der Typ ist ja richtig stark, Leute. Wie sollen wir denn Godzilla bitte schon besiegen? Gibt es denn niemanden, der ihn vielleicht aufhalten könnte? Hä? Wer ruft mich denn da an? Yo, Franklin, Liebling, ey, schön, dich mal wieder zu hören. Also. Yo, es ist Judy. Judy haben wir lange nicht mehr gesehen, das ist die, die Hackerfrau. Ich hab gehört, dass du ein Godzilla-Problem hast. What? Okay. Wir sollen uns mit Judy treffen. Ich habe das ehrlich gesagt ziemlich vernachlässigt, weil wir waren schon lange nicht mehr bei der Hackerfrau gewesen. Also, naja, dann würde ich sagen, Leute, lasst jetzt einen Daumen nach oben da und wir teleportieren uns instant zu ihrem Haus, Freunde. Das klingt ziemlich nice. Also, lasst jetzt ein Like da. 3, 2, 1 und let's go. Okay, da wären wir also, Freunde. Das Haus. Okay, Judy, ich bin da. Hey, Hallöchen. Sorry, dass ich dich die letzten Monate nicht gesehen habe. Du hast gesagt, es gibt ein Problem, hier eine Lösung für dein Problem. Ey, ist das ein Roboter? Hey, du, hättest dich auch mal gerne melden können bei mir. Naja, wie gesagt, ich kenne das Problem. Godzilla ist ziemlich stark, aber ich kann einen Roboter bauen, der definitiv stärker ist als Godzilla. Ich weiß nicht, ob wir im ersten Versuch Erfolg haben können, aber ich habe Folgendes für dich. Vor dir liegt ein T-800C-Roboter. Ich kann ihn allerdings nicht mit Energie versorgen, dafür brauche ich eine Fusionszelle. Diese müsstest du in einem Koffer in Life Invader finden. Wenn du sie gefunden hast, baue ich dir deinen Roboter zusammen. Und dann probieren wir, Godzilla aufzuhalten. Okay, das klingt alles ganz schön und gut, aber meinst du nicht, der ist ein bisschen zu klein? Also, glaubst du, der hat überhaupt eine Chance? Ich meine, Godzilla, weißt du, wie groß der ist? Er ist riesig. Ah, Schätzchen, mach dir da aber keine Sorgen. Ich arbeite bereits an einem nächsten Roboterprojekt. Der hier soll Godzilla nur ein bisschen ablenken. Aber vielleicht kann er ihn ja auch besiegen. Meld dich nach dem ersten Kampf bei mir. Okay, alles klar. Dann müssen wir, Leute, die Fusionszelle holen aus dem Life Invader. Da ist der Koffer. Also, Freunde, heute wird es in diesem Video darum gehen, dass ein Roboter gegen Godzilla kämpfen wird. Und ich denke, diesen Roboter werden wir auch upgraden, hoffentlich. So lange, bis wir Godzilla endlich besiegen können. Okay, da wären wir also, Leute, bei Life Invader. Und hier müssen wir einfach nur nach dieser Fusionszelle suchen. Ich denke, ich weiß, wo dieser Koffer sich befindet. Aber ich habe keine Ahnung, ob wir dort reinkommen leicht. Aber ich glaube, der Laden hat heute zu. Hat niemand abgeschlossen? Hallöchen. Oh Gott, ich glaube, hier ist tatsächlich keiner. Komme ich dort vielleicht hier rein? Wir probieren es mal, Freunde. What? Ich komme hier auch einfach so rein. Da ist der Koffer, Freunde, von dem sie geredet hat. Okay, den müssen wir dann einfach mitnehmen. Okay, ich habe den Koffer, Freunde, mit der Fusionszelle. Und damit sollten wir auf jeden Fall jetzt den ersten Kampf starten können zwischen Godzilla und dem Roboter. Okay, Judy, ich habe den Roboter für dich. Also ich hab den Koffer mit der Fusionszelle für dich. War ziemlich einfach, muss ich sagen, dort reinzukommen. Warum auch immer. Gern geschehen. Ich habe natürlich alle Türen für dich aufgehackt, damit es dir ein bisschen leichter gemacht wird. Okay, das Ganze wird mich ein paar Stunden dauern. Oder wir können das Ganze auch beschleunigen mit einem Abo. Wie, was meinst du? Also sollen wir die Leute jetzt abonnieren, damit das schneller geht, oder was? Ja, genau.
Und ich wollte eigentlich auch Abos für meinen Kanal haben. Okay, Judy hat wohl einen eigenen Kanal oder so, keine Ahnung. Ey, Leute, also smash gerne den Abo-Button oder so. Probiert's einfach mal, Leute. Vielleicht klappt's. Also, Leute, 3, 2, 1, let's go, abonniert den Kanal. Let's go! Es hat tatsächlich funktioniert. Der Roboter lebt. Okay, also, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, Freunde, Godzilla sollte jetzt wohl auf dem Weg sein. Oder wir gehen mit dem Roboter mal in die Innenstadt. Und dann kämpft der Roboter gegen Godzilla. Und mal gucken, ob wir den Kampf gewinnen. Viel Glück, Schätzchen. By the way, ich gebe dir einen kleinen Schutzschild, damit du beim nächsten Mal nicht auch drauf gehst, okay? Falls der Roboter nicht übersteht, bitte komm heile zurück, okay? Ich will dich wiedersehen. Ah, keine Sorge, Judy. Ich meine, Godzilla habe ich schon einmal überlebt. Das zweite Mal wird bestimmt kein Problem sein. Dann gucken wir mal. Nehmen wir mal den Roboter mit. Okay, der sollte sich jetzt, glaube ich, langsam aktivieren. So, wow. Oh, Gerd. Oh, da ist er. Oh, nein, bitte. Bitte tu mir nichts, okay? Bitte tu mir nichts. Okay, er ist auf mich programmiert, ne? Er wird mir helfen. Okay, das ist gruselig, Freunde. Ich weiß nicht, ich traue Roboter nicht so. Also, man kann sie ja hacken. Also, wenn Judy eine Tür aufhacken kann, dann kann sie safe den Roboter hacken, dass er mich angreift. Das habe ich gehört, Franklin. Über die Livestream-Kamera kann ich dich auch, by the way, beobachten. Hey, was soll denn das? Okay, naja, wahrscheinlich willst du den Roboter auch selber kontrollieren, oder? Habe ich das verstanden? Korrekt. Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir das. Oh, yo, was war das gerade? Fliegt der gerade? Yo! Okay, der kann fliegen, der Roboter kann einfach fliegen. Yo! Wie geil, der kann einfach fliegen zu mir. Alles klar, geben Sie mir das Auto. Ich muss sofort Richtung Innenstadt nach Los Santos. Wir müssen Godzilla besiegen. Sorry, du kannst leider nicht mit reinkommen. Ich glaube, du wiegst zu viel. Egal, er kann ja eh fliegen. Er fliegt mir einfach hinterher, Freunde. Das sieht so geil aus, wie er mir hinterher fliegt. Yo, jetzt hat er einfach den Nitro-Boost aktiviert gerade. Okay, der ist schnell, Freunde. Der fliegt richtig schnell. Krass, hätte ich nicht gedacht. Yo, ist er das? Oh mein Gott, da ist Godzilla. Alles klar. Okay, Roboter, Judy, greif ihn an. Greif ihn an. Na los, greif den Roboter bitte an. Na los. Greift sie den Roboter an? Ich würde sagen, wir beobachten mal, was Godzilla gerade macht. Vielleicht sind wir nur nicht nah genug gekommen. Na los, Judy. Oh, das war ein direkter Angriff auf den Roboter. Oh Gott, no way. Hey, hey, nicht down gehen, nein. Nein, alles okay. Oh, yo. Oh mein Gott. Judy? Ich glaube, dein Roboter hat nicht funktioniert. Nein. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir haben ein dickes Problem. Wir haben eigentlich ein ganz dickes Problem. Oh mein Gott, der Roboter hat es nicht überstanden, Freunde. Wir müssen uns auf die Flucht machen. Schnell, ich muss in ein Auto rein. Nein, oh mein Gott. Hilfe, lauf, nein. Alter, das Ding hat ihn einfach in zwei Schüssen pulverisiert. Lauf. Okay, Bruder, schneller, yo, yo. Warum sind wir auf einmal so schnell? Oh mein Gott, yo. Okay, wir laufen. Alter, wir sind ja Speed. Wir sind ja richtig schnell gerade. Hilfe, yo, wir sind einfach so schnell. Wo war das Haus nochmal? Ich glaube, das war hier. Okay, Judy, wir haben ein dickes Problem. Wir haben ein ganz, ganz dickes Problem. Judy, das, lief nicht ganz geplant mit diesem Roboterkampf. Der hat nicht mal richtig gekämpft. Ich verstehe nicht, was passiert ist. Okay, also ich glaube, wir haben ein etwas größeres Problem. Deswegen baue ich einen größeren Roboter. Mit dem werden wir ganz sicher gewinnen. Okay, du musst allerdings nur Folgendes für mich tun. Ich sorge für die Roboterteile und du musst mir einen gewissen Siren Head holen. Warum brauchst du jetzt einen Siren Head? Willst du einen Roboter aus Siren Head bauen? Ja, genau. Siren Head ist ziemlich gut von der Struktur und passt sehr gut in meine Roboterkonstrukt. Und mit seinem Megafon hat er ebenfalls auch einige Roboterteile in sich drin. Und ziemlich stark ist er auch. Damit sparen wir uns den Fusionskern. Alles klar. Wo soll ich Siren Head jetzt finden? Oh, warte, ich glaube, das weiß sie selber nicht. Ich denke, wir haben den einmal im Wald gefunden, Freunde. In der Nähe der Militärbasis gibt es einen Wald. Da müssen wir allerdings nachts hin. Okay, dann gehen wir mal nachts, Freunde, auf die Suche nach Siren Head. Und wie sollen wir ihn auch immer schnappen? Keine Ahnung. Und wir bauen gleich noch einen größeren Roboter. Okay, Siren Head, wo bist du? Ich brauche deine Roboterteile und ich will aus dir einen Riesenroboter machen. Weil so ein Siren Head-Roboter klingt schon ziemlich cool. Oh mein Gott. Ist er das? Yo, ich höre ihn. Ich höre seine Sirenen. Hört ihr diese auch? Okay, wie schleiche ich mich ran, Freunde, indem ich Siren Head einfach one-shotte? Aber ich sollte ihn nicht erledigen. Ich glaube, ich habe so ein Betäubungsteil. Warte mal. Ah, perfekt. Ich habe das Teil, Freunde. Versuchen wir mal, uns ranzuschleichen. Nicht, dass er mich bemerkt. Siren Head, alles entspannt, okay? So, und jetzt, Leute, zielen wir auf ihn. 3, 2, 1 und... Oh mein Gott, das hat nicht getroffen.
Oh, nein, 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 nein. Na los. Oh, jetzt haben wir getroffen. Oh mein Gott, okay. Wir haben ihn getroffen. Jetzt haben wir getroffen. Let's go. Nehmen wir dich mit, Siren Head. Okay, dann packen wir dich gerne ein und rein mit dir ins Auto. Ab geht's zu Judy damit. Schon merkwürdig, wie er aussieht, wenn er so rumliegt. Okay, Judy, ich hab dir Siren Head gebracht. Meine Güte, ist das viel Arbeit, den Roboter aufzubauen. Okay, Schätzchen, also, ich werde ihn jetzt aufbauen. Das wird nicht die ganze Nacht dauern. Warte draußen, ich muss mich konzentrieren. Okay, dann gehen wir raus, Leute. Verbringen die Nacht einfach mal draußen. Pennen dort einfach auf der Straße. Und dann warten wir mal, bis es Tag wird. Oh, ich bin so gespannt, wie der aussehen wird. Und vor allem hat er das Zeug dazu, Godzilla aufzuhalten. Eigentlich müsste er ihn besiegen. Okay, alles klar. Judy, bist du fertig mit der Arbeit? Hallo? Judy? Oh, da bist du ja. Hast du den Roboter fertig? Wo ist er denn? Was? Du hast ihn nicht gesehen? Er war direkt hinter dir. Hinter mir? Welchen Roboter meint sie denn bitte? Was für ein Roboter ist da hinter mir? Oh... mein Gott, das ist ein absolutes Monster. Junge, das hat sie in einer Nacht geschafft zu bauen und das Teil hat sogar Geschütze drauf oben. Yo, wie heftig ist das Teil denn bitte? Steckt da noch das Herz von Siren Head drin? Also ich sehe da oben die Sirenen, aber der ist ja absolut krass. Das hier ist eine meiner besten Kreationen. Ich nenne ihn Siren Roboter. Mit stärkerer Panzerung. Und der Vorteil, dieser Roboter hat ein eigenes Gedächtnis, weil Siren Head dort drin ist. Er wird uns im Kampf helfen. Ich bin mir sicher, dass er eine gute Chance hat. Boah, das Teil ist wirklich mächtig, muss ich sagen. Also es beeindruckt mich schon geisteskrank. Das ist ja schon fast ein Robotergott. Und was, wenn er den Kampf nicht gewinnt? Haben wir dann noch irgendeine Chance? Wenn wir nicht gewinnen, dann haben wir ein Problem. Also, streng dich an und motiviere ihn dazu, Siren Head zu besiegen. Ich meine Godzilla. Godzilla, Siren Head haben wir ja schon. Also, motiviere ihn dazu, Godzilla zu besiegen. Okay, das klingt sehr motiviert. Alles klar, dann würde ich sagen, Freunde, machen wir uns auf den Weg, suchen nach Godzilla und kämpfen dann mit diesem XXL-Monster gegen Godzilla. Oh mein Gott, die haben sich bereits schon getroffen, Freunde. Godzilla gegen XXL-Roboter Siren Head. Ich hoffe, dass er diesen Kampf gewinnt. Ich bin sehr gespannt, Leute. Wird der Roboter halten? Ich hoffe es, Leute. Wer meint ihr, wird diesen Kampf gewinnen? Roboter Siren Head oder Godzilla? Let's go! Okay, Freunde, es geht los. Der Roboter Siren Head und der... Also, oh mein Gott! Yo, okay, komm, du musst durchziehen. Ja! Greif ihn! Mach ihn fertig! Yes! Oh mein Gott. Okay. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht, Leute. Der Siren Head Roboter geht ab. Der geht echt ab. Let's go! Wow. Hat er ihn gerade gebissen? Bruder, du hast doch Sirenen. Wie kannst du den beißen? Oh, das war eine ganz, ganz seltsame Stelle. Also, die war ziemlich sass. Oh! Nimm das! Yes! Let's go! Aber die leben noch, Freunde. Oh, ich glaube, es sieht ganz gut aus gerade für unseren Siren Head. Er macht halt alles gerade fertig. Yeah! Zieh durch! Do what you do! Okay, kommt jetzt noch irgendwas von dem? Ich weiß nicht, ob von ihm noch was kommt momentan. Es sieht halt gerade danach aus, als wäre er ein bisschen passiv unterwegs. Let's go, mein fertig. Ja, Mann. Er ist richtig motiviert. Er ist richtig motiviert. Yeah! Oh mein Gott, das ist nicht schlecht. Oh oh, was ist das? Yo, nein, 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 steh auf. Er darf nicht brennen, er brennt. Leute, er brennt, er brennt. Nein, das ist nicht gut, er überhitzt. Das ist überhaupt nicht gut. Yes, mach einfach weiter. Okay, ich habe keine Ahnung, wer diese Runde gewinnen wird. Aber er beißt ihn die ganze Zeit an der Stelle hier. Let's go. Oh mein Gott, das ist so geisteskrank. Yo, ich weiß nicht, aber Siren Head gerade extrem in seinem Element momentan. Also wirklich krass. Yo, er stampft ihn in den Boden. Er stampft ihn in den Boden. Oh mein Gott. Er ist... Wo ist er? Oh, da ist er. Oh mein Gott. No way. Siren Head hat definitiv genug von ihm, Freunde. Er hat definitiv gerade genug von ihm. Aber er will nicht down gehen. Er will einfach nicht down gehen. Na los, geht down, Godzilla.
What's the problem? Hallo? Was ist dein Problem? Und er fliegt. Und er fliegt. Oh, yo. Er schmeißt ihn. Los, zurück ins Wasser mit dir, Godzilla. Da, wo du hingehörst. Komm schon. Werf ihn rein. Na los, werf ihn ins Wasser. Na los, er ist nicht mehr weit. Oh, er fliegt. Er fliegt. Ja, er fliegt ins Wasser. Oh, das war aber nicht so tief. Okay, die kämpfen jetzt aus irgendeinem Grund im Wasser drin. Sirenhead, das ist nicht gut. Der darf nicht ins Wasser. Der ist ein Roboter. Der darf nicht ins Wasser. Der darf nicht ins Wasser. Nein. Nein, geh nicht down. Hat er es rausgeschafft? Ist er noch da? Oh, ich glaube, er ist noch da. Okay, Leute, sie sind noch da. Oh, ja, Godzilla ist... Er ist weg, glaube ich, oder? Let's go! Wir haben ihn... Wait. Hat er sich gerade transformiert? Warum ist er auf einmal rot geworden? Jetzt hat er auf einmal drei Köpfe! Was? Der ist gerade mitten im Kampf geupgradet! Zum Feuer-Godzilla! Na los, Siren, du kriegst ihn. Du kriegst ihn schon. Na los. Hey, Leute, mit den Motorrädern ist jetzt gerade nicht Zeit zum Fahren. Oh, Sirenhead versucht, ihn anzugreifen, aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Ich glaube, der ist ziemlich stark. Oh mein Gott. Nein, nein. Oh, yo, yo, yo. Nein. 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 Er hat es nicht überstanden. Sirenhead. Sirenhead ist down. Ach, nee, Alter. Wir müssen laufen, Leute. Wir müssen laufen. Wir müssen laufen. Hilfe. Oh, Judy. Der Roboter hat nicht gewonnen. Oh, hilf mir. Judy, help me. Oh, Hilfe. Ich weiß nicht, was er gerade für Angriffe vorhat. Wir müssen schnell laufen. Judy, ich brauche deine Hilfe. Ja. Hilfe. Judy, wo ist sie denn? Hallo. Hey. Hey. Hi. Wie lief der Kampf? Hat er diesen ordentlich gezeigt? Ja, so hat er. Bis er dann nicht mehr lebte. Also, wir müssen ihn nochmal bauen. Was? Oh nein, ich hätte das kommen sehen. Alles klar, geh zur Militärbasis, hol einen Truck. Da sind riesen XXL-Roboterteile. Ich versuche den Roboter vom ersten Mal nochmal aufzubauen. Und ich werde ihn selber steuern, damit ich auf jeden Fall diesen Godzilla höchstpersönlich besiegen kann. Okay, alles klar, dann beeilen wir uns, Freunde. Auf geht's zur Militärbasis, wir brauchen die Roboterteile. Wir müssen uns beeilen, Freunde. Dieser XXL-Godzilla mit den drei Köpfen, der ist gerade komplett ausgerastet. Okay, Freunde, wir müssen uns hier ranschleichen. Wir sind jetzt bei der Militärbasis gerade angekommen. Okay, dann müssen wir mal schauen, Freunde. Ist das einer der? Oh, ich glaube, das ist er, Freunde. Das müsste der sein. Alles klar. Dann steigen wir einfach in dieses... Was ist das? Leute, ist das etwa... Ich weiß nicht, was es das ist, aber die bauen irgendein... Ich glaube, das Militär baut irgend so ein Riesenteil. Naja, ich will mich da nicht weiter einmischen. Ich nehme einfach diesen Laster, Freunde. Und wir tun so, als hätten wir das nicht gesehen. Okay, ich hoffe, Judy baut daraus einen Roboter, Freunde, mit dem wir den Kampf endlich gewinnen können. Okay, ich habe die Teile. Ich habe sie gefunden. So, baust du den zusammen? Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Ja, warte doch, warte kurz. Dauert nicht lange. Ich muss nur... dauert nicht lange, sage ich dir. 2 Stunden. Okay, 2 Stunden gebe ich dir, Leute. Let's go. Wir warten 2 Stunden. Okay, 2 Stunden sind vorbei. Wir gucken mal nach, Freunde. Was hat sie denn dieses Mal gezaubert? Oh mein Gott. Leute, das ist der Fuß. Das ist... Alter, das Teil ist nochmal größer. Dieses Teil sieht aus wie das der Gigant aus dem All, Freunde. Das ist einfach das Schreckensmonster Nummer 1. Der gleiche Roboter, aber nochmal in deutlich größer. Und der wird es gegen Godzilla aufnehmen. Wird er es dieses Mal schaffen? Wir finden es raus. Oh mein Gott, da ist er, Leute. Oh, jo, ist der riesig. Okay, dann bin ich mal gespannt auf den Kampf. Und da kommt er auch schon. Pass auf, Judy. Greif ihn an. Dreht er sich um. Oh, okay. Das ist jetzt geisteskrank, Freunde. Bob, die geben sich jetzt richtig, Freunde. Die geben sich jetzt richtig. Oh, okay, Judy, das ist eine sehr, sehr gute Steuerung. Gib ihm den Haken. Oh, yo. Oh, okay. Bam. Okay, let's go. Leute, der epische Kampf. Der ganz epische Kampf. Hat er... What? Das war so schnell! Wie hast du das geschafft? Wow, ich muss sagen, ich war von meiner Arbeit noch nie so überzeugt wie jetzt. Das Teil ist ein absolutes Monster! Das kannst du laut sagen, Judy. Das war ja eine absolute Meisterleistung. Das war der schnellste Kampf, den ich, glaube ich, hatte. Seit der ersten Runde. Also, der war auch sehr kurz.
Warte. Aus der Militärbasis nähert sich auch ein Monster. Was ist das? Ist das ein Roboter Godzilla? Warum hast du nichts davon gesagt? Okay, es ist noch nicht vorbei. Ich muss ihn auch aufhalten. Jo, der kommt tatsächlich, Freunde! Und damit würde ich sagen, geht auf jeden Fall das Finale los! Mechagodzilla gegen den anderen! Und dieser Godzilla ist nochmal deutlich größer! Mal gucken, ob Judy ihn aufhalten kann mit dem XXL-Kord-Roboter-Anzug, aber jetzt in dem ultimativen Kampf! Der Roboter Mechagodzilla gegen den Roboter XXL-Kord! Und ich hoffe, dass er ihn besiegen wird! Das ging nämlich... Oh, Judy! Oh, steh auf! Halt ihn auf! Halt das Militär auf! Los! Macht sie denn was? Bam! Oh mein Gott, der Haken hat gar nichts gegeben. Judy, mein fertig! Na los! Ja! Let's go! Oh! Sie wird geworfen, Freunde, der Roboter wurde geworfen. Aber es geht doch gut, Freunde. Jetzt strecken wir diesen Kampf auf dem Gefängnis aus. Yo! Hallo, steh auf! Nein! Bitte nicht aufgeben. Na los, du musst richtig abgehen. Na los. Oh, Junge, Alter, es sieht aus, als wäre er zu stark. Aber sie hat es noch drauf. Der Roboter ist noch nicht kaputt. Ja, das ist gut. Damage! Mehr Damage! Ja, weiter draufhauen! Ja, jetzt brennt der Roboter. Das hat ihm richtig Schaden zugefügt. Jetzt brennt er. Lauf! Greif an! Wow! Oh! Nice Wurf! Nicer Wurf! Oh, nein! Ich glaube, der Roboter schwächelt, Freunde. Er schwächelt. Oh Gott, wer wird gewinnen, Freunde? Wer wird diesen Kampf gewinnen? Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht relativ langsam. Langsam scheine ich zu glauben, dass der Mechagodzilla ein bisschen schwächelt. So ein bisschen, aber nur ein ganz kleines bisschen, Freunde. Oh Mann, die Schläge scheinen gar nichts auszurichten. Die scheinen nichts auszurichten gerade. Er ist zu groß. Wo ist Judy? Judy! Wo ist der Roboter? Da ist sie! Oh mein Gott, ich hab gedacht, das war's. Oh mein Gott, mach ihn fertig, bitte! Leute, motiviert Judy in den Kommentaren. Los, Judy, du schaffst. Hast du es geschafft? Hey, was ist gerade passiert? Wo ist er hin? Ich wollte gerade schreiben, Judy. Leute, ich habe nichts mitbekommen. Lebt er noch? Tja, es war ein bisschen schwer. Aber am Ende habe ich diesen Roboter besiegt. Niemand schafft es, meine Netrunner-Skills zu besiegen. Oh mein Gott, sie hat es geschafft und ich habe es nicht mal mitbekommen, wie das passiert ist. Aber es ist gerade in dem Moment passiert, wo ich sie angefeuert habe. Let's go! Das heißt, Freunde, wir haben es geschafft. Dieser Gott-Roboter hat alles zerfetzt. Und deswegen würde ich sagen, Freunde, wenn ihr auf jeden Fall noch ein weiteres Video mit Judy haben wollt, wir haben sie ja schon mal gedatet, aber wollt ihr, dass Herr Franklin sie mal heiratet oder so? Dann, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus und rein und ciao!